Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 Requiem. Moment, eine Sekunde. Wir drawn das und setzen das sofort ein, weil das ja fucking Medica ist. Ja, heute am 9. Juli um 19.43 Uhr. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal, weil ich mal in den Bosskampf reingeschaut habe und gemerkt habe, dass ich am Anfang ziemlich getrollt habe. Also dementsprechend, wenn ich da am Anfang direkt Gas gebe, mir die Doubles hole und so, dann sollte der Start zumindest schon mal gesichert sein. Also der Start mit R und T, nicht mit Doppel-A, der sollte nicht gesichert werden, der sollte mal gestürzt werden, aber gut. Oh, ja. Das fängt schon mal gut an, Hat er beim letzten Mal irgendwie nicht gemacht, ne? Naja, gut, ich wollte gerade sagen, ich bin so motiviert, höchst motiviert, und dann bringt er mich einfach um. Das ist schon wieder lustig. Lollig! Lululululululul! Ja, und er greift dann zweimal an. Ja, geil! Ich lade gleich wieder neu. Ja, ich habe dann nämlich, ich versuche dich mal umzupogen. Ich habe dann nämlich ein fucking Save State gemacht, ne? Ich musste mich nochmal durch die Sequenzen und so klicken. Aber ja, für den Fall der Fälle so zwei, dreimal. Also mit diesem hier, mit diesem Versuch werde ich es dann versuchen. Und ziehst du mehr ab? Nee, es zieht irgendwie gar nichts ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht damit zu tun hat, dass ich gewisse Einstellungen nicht drin habe. Weil das Spiel meint ja irgendwie so, man kann keine Crits machen, wenn man sich das anzeigen lässt. Und vielleicht ist das ja so das Problem, dass man das sehen kann. Weil das ist ja gar nichts, Leute. Das ist ja gar nichts. Was soll denn das? Kompletter Bullshit, ey. Ja, beim letzten Mal habe ich ja irgendwie Shiva bei dem eingesetzt, ne? Das möchte ich. Ich würde jetzt gerne dieses Mal darauf verzichten wollen, damit ich es dann nachher bei dem Spasti einsetze. Ich meine, der hat 10.000. Da wäre das schon mal ein guter Tausender weg, glaube ich. Wenn der so 800 abzieht. Wobei, war er ja nur so bei Ifrit so, ne? Was sagt mir, dass es bei dem auch so ist? Wie sieht's mit Blitz und Feuer aus? Gleich mal testen. Hier einer heilt. Let's go, 178. Ja, aber klar, dass du nochmal angreifst. Ja, das geht. 178 und 129. Okay, Blitz. Blitz. Blitzi Blitz. Ba ba da. Da 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 da. Da, da, da. Es geht. Ja. Der kann eh nichts, der rechts. Der wird komplett ignoriert, Leute. Komplett. Muss man ja auch. Man hat ja gesehen, was in der letzten Folge passiert ist. Wenn man ihn irgendwie angreift, dann wird er sofort geheilt, ey. Gut, dass der rote Spasti sich nicht selber heilt, ey. Das war übel. Natürlich, wenn ich so das Gefühl habe, dass er gleich verrecken könnte, werde ich mich vorher nochmal komplett heilen. Beziehungsweise, wir können ja einfach mal Analyse einsetzen. Wie viel hat er so? 800, ne? Ja, bump, 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 bump. Ja, naja, naja, ich werde eine Heilungsrunde machen. Ja, zumal er jetzt wieder angreift. Ja, 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 ja. Also, wenn jetzt hier natürlich nochmal einer stirbt, werde ich neu laden, ganz klar. So mit null Phönixfedern in den eigentlichen Bosskampf zu gehen, das ist ein Witz. Ich muss zugeben, ich habe mir das die erste Phase hier ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber okay. Da hatte ich ja auch, glaube ich, wie gesagt, Shiva eingesetzt. Deswegen, wir gucken. Oder war das so 1500 oder sowas? 800 hat er noch, 1700 insgesamt. Bla 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 bla. Okay, ja, bla 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 bla. Sag euch, Leute, das wäre so Ironie pur, wenn es wirklich so wäre, ne? Dass die jetzt so stark sind, weil sie sich an das Maxim, an das Höchstlevel unserer Party halten. Ja, neu laden. Interessant, dass das jetzt hier so passiert, ne? Wo ich doch beim letzten Mal sogar noch ganz genüsslich nebenbei Medica geschnaggelt habe. Phänomenal. Dann direkt Blitz drauf. Zack. Ja, KI halt, ne? Manchmal so, manchmal so.
geht. Der macht ja glücklicherweise keinen Flächenschaden. Ansonsten hatte der nichts, ne? Nichts Interessantes zum Ziehen. Er ist halt auch wirklich fucking schnell. Ui. Ja. Ja. Knapp. So, während der angreift, kann ich nach... So, jetzt kann ich nicht gucken, weil sie ja nicht zum... Weil sie ja nicht drawen kann! Ich glaube, da war nichts Besonderes. Ja, das mit dem Doppeln kann ich mir dann auch wohl auch abschminken, ne? Ursprünglich war es ja mal mein Plan, das dann zu horten. Aber nee, ich werde das dann direkt auf alle einsetzen und dann hat sich das. Ich werde da nichts weiter großartig riskieren. Geht nicht, Leute, das geht nicht. Ja, chill mal. Und vielleicht doch jetzt mal hier Quetzalcoatl einsetzen. Ich meine, den... Ah ne, Quatsch, den habe ich ja gar nicht dabei, ne? Wegen Draw und so. Ja. Ja, ja. Bam, 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 bam. Natürlich war das ein Crit. Natürlich und oh, abgesprochene Scheiße hier. Totales Mobbing. Wirklich, Leute, darauf habe ich mich null vorbereitet auf die erste Phase. Also mental. Das macht mich jetzt schon wieder sehr, sehr traurig. Ja, hier der hat am meisten, genau. Der ist ja auch schuld daran, dass das alles so schlimm ist. Der kann ruhig mal ein bisschen mehr kassieren. Ihr Fress. Squall! Nein! Nein, nein, nein. Hier. Mm. Lass das. Ich glaube, ich spare mir den Analysenzug. Und hoffe dann einfach mal darauf, dass... Okay, okay! Das ging dann jetzt doch schneller als erwartet. Gut. Ja, aber jetzt macht er... Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, dass Cell noch einen Zug hat, weil... Oh, das hätte ich jetzt gebrauchen können. Fuck. Fuck. Ja, fick dich, Cell. Fick dich, ey. Mist. Ah, nee, er setzt... Ach so, ich dachte, er setzt... Nee, ich habe schon wieder vergessen, was ich eingesetzt habe. Ja, nee, dann ist es in Ordnung. Okay, so drawn kann ich nicht direkt Shiva. Direkt Shiva. Also er setzt die ersten ein, zwei Mal, das ist ja, glaube ich, nur normal. Greift er normal an. Das ist in Ordnung. So, dann draw ich dir nämlich das Draw Cast. Zack. Ja, Shiva, sehr gut. Ja, passt. So. Und dann, ja, einer heilt dann. Sie setzt wieder Shiva ein oder so. Draw Fade, du bist ein Mutterficker, Cell, ganz ehrlich, ey. Das ist so solche unglückliche Scheiße. Na, jetzt war ich kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Solche unglückliche Scheiße kann ich nun wirklich nicht gebrauchen, Junge. Mann, ey. Hoffentlich greift er jetzt nicht Cell an. Schon wieder. Sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Jetzt mal ganz ehrlich. Leute, ich hab's schon schwer genug. Ihr müsst mich jetzt nicht mit meinem Standard-Real-Life-Unglück nerven, okay?
Wir hatten das Thema letztens mit den 214 Euro, okay? Beziehungsweise 130. Das muss nicht sein, Leute. Das muss nicht sein. Aber ich habe schon wieder die nächste Wette in Planung. Geht um 1800 Euro, Lul. 505. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja, das ist jetzt sehr, sehr unglücklich, meine Freunde. Zumal geht der Effekt flöten, wenn er gestorben ist, wahrscheinlich. Ja. Gut's Nächtele. Aber ich habe ja dieses Mal noch alle Phoenix-Federn im Gegensatz zum letzten Mal. Von daher... Ah, ich habe nur zwei. Ich dachte, ich hatte drei. Mann, Mann, Mann. Bitte sei schneller. Oh nein, sie ist nicht schneller, oder? Ah nee, er war noch nicht fertig. Ja, das kommt halt noch dazu, dass er anscheinend sehr gute Speed-Werte hat. Tja, Sir, hättest du mal ordentlich gelutscht. Dann hättest du dich vielleicht sogar schon selber heilen können. Ich komme noch nicht zum Angriff hier, oder? Ja, zu langsam. Fick dich. Gut. Was war Remedy nochmal? Oh. Ich setze mal hier GF ein, damit sie sicher ist. Weil sie hat am meisten Leben. Also, ich hätte Vita jetzt einsetzen. Ach, ich bin dumm. Ach, naja. Was auch immer. Ich bin eigentlich jetzt schon wieder gebrochen für diese Runde. Ja, er hat kein Double mehr. Aber er kommt zum Heilen. Das ist ja was. Vielleicht sind seine kritischen. Seine Werte jetzt hochgegangen, weil er kritisch verletzt ist. Man könnte natürlich auch wirklich drüber nachdenken, auf die Item-Geschichte zu scheißen und dann wirklich alle mit der GF auszurüsten, damit die wirklich noch so zwei, drei extra Züge haben, weil die GF ja gute HP-Werte haben. Ach. Naja, naja. So, jetzt ist die erstmal dran. Ach, ich darf ja trotzdem nicht wählen. Es fuckt mich schon so ein bisschen ab, ne? Dass du dann, dass der Balken kurz davor ist, voll zu werden und du musst einfach ausharren. Weil gerade irgendwas anderes passiert. Aber das kann man natürlich einstellen, ne? Diesen Wartemodus kann man ausstellen. Aber ich glaube, dann wird es noch unfairer. Besonders hier im normalen Modus könnte man das vielleicht machen. Aber ja. Es wird auch immer weniger irgendwie vom Schaden hier, ha? Und dann kommt noch der Leck dazu. Fühle mich komplett benachteiligt. Ich meine, klar, es ist der harte Modus, aber so die Technik. Squall ist tot. Die Technik könnte wenigstens mal minimal auf meiner Seite sein. Hab keine Phoenix-Feder mehr, ne? Ne, das war's. Ja, also, ne, man stelle sich vor, da könnte mal jemand ordentlich nuckeln. Aber hätte ich den Doppelzauber auch doppelt auf die anderen einsetzen können? Glaub schon, ne? Das wäre dann natürlich auch nochmal eine Maßnahme. Hier einfach direkt nochmal Shiva. Einfach provozieren, ist doch ganz klar. Cell ist tot. Cell ist tot. Yeah! Woo! Ach, Selfie macht das jetzt im Alleingang. Passt auf, ihr werdet schon sehen. Unterschätzt das Vibe nicht. Ich meine, sie hat fucking... Sind das Nunchakus? Ich gerade mal überlegen, ja, ne? Ich glaube, das ist ein Nunchakus. Die ist tot. Ne, ist Shivas. Und was passiert? Hatten wir bis jetzt noch nie. Okay, der Zug wird einfach abgebrochen. Na gut! So, nochmal sich jetzt aber halber nachgucken. Ja, was ist eigentlich Remedy? Was bringt das? Sag mal, ist Remedy vielleicht so ein Mega Phoenix Feder Ding? Das ist mir natürlich geil. Und tot. Ich werde es das nächste Jahrhundert wahrscheinlich nicht herausfinden können, weil das Spiel mir das ja leider nicht anzeigt. Passt. Wieder mal hier selbes Problem wie bei Ifrit. Der erste Versuch war der längste und beste. Also es bleibt anscheinend wirklich immer noch offen zu sagen,
vielleicht muss ich doch Phoenix Federn farmen. Wobei man ja auch sieht, dass selbst, mal ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt 20 Phoenix Federn hätte, ich heile mich, sterbe, ich heile mich, ich sterbe, das ist ein unnötiger Kreislauf, da kommt man eh nicht raus. Von daher müsste ich dann wirklich eher aufs Level gehen. Aber ja, das ist dann halt so das Ding, die ich müsste Squall töten beim Leveln. Weil wenn die anderen Level steigen, dann steigt er ja trotzdem und dann ist er nachher Level 20 und dann haben wir dasselbe Problem, nur in einem anderen Maßstab. Also ich müsste den Bastarden schon irgendwie killen. Aber ja, dann verliere ich ja schon mal eine Phoenix-Feder. Schwierig, schwierig, schwierig. Ach ja, jetzt habe ich ein bisschen meine HP vernachlässigt. I'm so sorry. Ja, Motherfucker. Bitte nicht Squall töten. Dankeschön. Bin mal so frei, heil den gleich mit. Bamz, 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 bamz. Bam, 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 bam. Thunder. What is the enemy doing here? Moment, habe ich jetzt Wedge angegriffen? Nee, ne? Gut. Bam. Heute mal geteilt unterwegs, hä? Huh? Sorry, ne, wenn ich jetzt gerade ein bisschen leiser bin. Ich weiß auch gerade nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, ich hab's ja vor einigen Folgen gesagt, so. Höchste Konzentration, meine Freunde. Und vielleicht nicht unbedingt das höchste Pech, meine Freunde. Du muttergefickter Holocaust-Incest-Hitler. Was soll denn das, ey? Das... Ja, was soll man da machen, Leute? Was soll man da machen? Wenn die Gegner einfach zu schlau sind. Wenn die Gegner unfreiwillig, aus Versehen mal schlau sind. Bump, 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 ba, da, da, da. Ich komme wieder nicht zum Angreifen. Und neu laden. Mensch, Leute, da hat doch gerade das Handy geklingelt. Dann würde ich mal sagen, ja, was das heute mit Let's Play Final Fantasy 8 Requiem. Traurig, dass ich dann erstmal anscheinend 5 Jahre brauche, um in die zweite Phase kommen zu können. Ja, naja, bis zum nächsten Mal. See ya.